Ja, lieber Videofreund, grüßt euch. Ja, ich bin der Lukas. Ja, ich habe jetzt angefangen mit meiner Yeti-Ausbildung. Ja, jetzt haben sie mir schon das Handbuch haben sie mir schon geschickt. Und da wollte ich ja schon mal gucken. Loslegen. Da waren auch Yeti-Schwerter, waren auch dabei in dem Paket. Und jetzt habe ich das Kapitel gelesen mit den Yeti-Schwertern. Und da wollte ich ja nochmal schauen, ob ich ja schon klarkomme. Ja, jetzt ist es so, jetzt haben sie mir drei Yeti-Schwerter haben sie mir geschickt. Ich hab ja eins. Das ist ja lila. Da ist der Kristall, ist nicht so rein. Das heißt, da muss man mit der Macht mehr aufpassen, haben sie geschrieben. Da sind ja Verunreinigungen drin. Und das wäre manchmal für manche Schüler wäre das gut, die wo eh die macht, wo eh ein bisschen, wo sich immer aufregen tun und so. Die würden da mit der klarkommen. Ja, und dann habe ich noch zwei blaue Schwerter wegen der Balance. Das sind reinere Kristalle. Und die haben mir ja zwei geschickt, damit ich ja da auch mal testen kann, mit links, mit rechts, wie es geht. Dass es gescheit ausbalanciert ist. Ja, ich kann schon mal sagen, die blauen finde ich super. Die funktionieren super. Das gefällt mir bei sehr gut. Jetzt probiere ich es ja nochmal mit dem anderen. Das wäre ja ein bisschen schwerer zu handeln. Ja, da haben sie ja recht, das ist ein ganz schöner Brummer, da haut's mir immer weg. Aber das ist auch interessant. Da werde ich mal schauen, wie es das wird. Da muss ich auch mal klarkommen. Ja, das war doch schon ganz gut für den Anfang.
Ich habe den Lukas jetzt mal aus dem Hintergrund beobachtet. Der wusste gar nicht, dass ich da bin. Aber da hätte ich auch noch eingreifen können, wenn es nötig gewesen wäre.